Hier, Leute, wir sind jetzt hier gerade im Erjans Gym und wir sind mit dem Marc, ja. Ich werde hier oben seine zwei anderen Videos verlinken. Könnt ihr mal auschecken und ich denke, wir werden in Zukunft das ein oder andere Video mal machen. Er ist jetzt gerade noch am Aufpumpen, Mann. Pump dich ruhig auf, ja. Lass die Veins hier. Klassisch im Erjans, ja. Hast du ein verdammtes Voltgear-Band am Start? Ja, Mann. Ein Voltgear-Band? Alles klar, Mann. BBN Hardcore, We Build Champs. Nike-Schuhe und Adidas-Hose. Also für meinen Geschmack machst du mir hier ein bisschen zu viel Werbung, ja? Ja, also sorry, Marco. Pro-Tan Germany. Marco? Marc, bekommst du von denen Geld? Ja, natürlich, haufenweise. Schon, oder? Haufenweise. Schon, oder? Ich kann mich gar nicht retten. Ein Geldfluss sind wir gerade hier geschwommen zu Erdschein. Ein Geldfluss. Wenn mal diese Veins, wie die sich beim Marc aufpumpen, Mann. Oh shit. Also, Erjan, noch ganz kurz von hier. Wie lange hast du jetzt die Betreuung übernommen? 3 Monate. Ja. Also eigentlich arbeiten wir ein bisschen länger, aber 3 Monate die Wettkampfvorbereitung haben wir zusammen durchgezogen. Mhm. Und Marc ist einer der wenigen, der 100% durchgezogen hat. Das muss man ihm lassen. Mit 17 so diszipliniert zu sein, gibt es auch nicht alle Tage. Aber entsprechend sieht er auch aus. Also wenn man Diät nicht diszipliniert durchziehen kann, dann kann der Betreuer oder Berater auch nichts erreichen. Eigentlich. Alles klar, dann schauen wir ihn gleich an. Aber ich habe noch kurz eine Frage. Was sagst du eigentlich dazu, dass der Marc hier so offensichtlich Nike und Pro-Tan und Adidas Werbung macht? Eigentlich geht das gar nicht. Der hätte zumindest ein T-Shirt. Wollte ich aber. Also dann schauen wir uns jetzt gleich mal die Form an. Wie lange trainierst du jetzt schon insgesamt? Du bist jetzt 17 Jahre alt. Insgesamt, ja, letztes Jahr habe ich ja mit dem 360-Grad-Paket angefangen, ja. Im Januar. Ja. Dann habt ihr das Video noch dazu und ja, seitdem trainiere ich eigentlich. Und du bist offiziell auch half natty, also halb natural, oder? Ganz. Bist du ganz natural? Ganz komplett. Ja? Morgen gibt es einen Haartest, oder? Morgen gibt es ja einen Haartest. Du musst wahrscheinlich deswegen diese gesamte Seite Haare hier abgeben, oder? Ja, wahrscheinlich. Du musst komplett. Aber dann können wir froh sein, dass er noch welche hatte. Wir könnten nicht einmal Haartest machen. Ja, ja. Also bei uns wollten sie auch Haartest machen, ob wir natural sind. Barttest. Genau, Barttest, ja. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Dann kannst du Erjan noch eventuell ein bisschen kommentieren. Die Mama geht zur Seite. Mama will nicht im Bild zeigen. Oh! 17 Jahre alt und? Do you even squat? Für ihn squats, one mal. Du machst richtig schön die Beine, ja? 140, 145. Yeah! Yeah, Mann, richtig krass am Start, Mann. Richtig krass am Start. Wie viel wiegst du jetzt auf welche Körpergröße? Jetzt habe ich auf 1,72, wiege ich jetzt 71,5. Also genauso die Körpergröße eigentlich minus 100. Ungefähr, ja? Fast, ja. Ja. Sehr gut. Wie viel Prozent Körperfett sind wir hier circa? Ja, Jan? Also mit Prozenten arbeite ich nicht. Ich arbeite wirklich nach Optik. Alles klar. Und wenn der hart ist, ist er hart. Schau mal, nochmal die Streifen in der Brust, ja? Ja, Mann, überall Schulter. Sehr gut, genau, gehen wir jetzt mal so die. Grundding genau. Durch. Geh mal einen Schritt zurück noch. Ja, und Mann. Line up jetzt. Schau mal das an. Ja, Mann. Als 17-jähriger Junge. Ja, richtig krass. Serratus, Bauchmuskeln. Oberkörper, sehr richtig. Gute Symmetrie am Start. Auch Bauch, wie tief das ist. Schaut's mal her. Ja, richtig schön krass. Tief. Doppelbizeps von vorne. Jawohl. 17 Jahre alt, glaube ich. Ja. Sieht richtig krass aus. Latt von vorne. Ja, morgen sind wirklich mehrere Leute von Erjans Gym, glaube ich, vertreten. Zwei, oder? Genau, in der Klasse 2. Super. Jetzt haben wir heute angefangen aufzuladen und deswegen merkt man jetzt, wie die Venen alles verrückt spielen. Kommen jetzt raus, ja. Genau, morgen werden die noch praller sein. Seitlich von Brust. Marktstärke ist Latissimus und Trizeps. Schaut wow, mal shit. Genau. Trizeps ist ganz krass, ja. Mutiert hier so raus, noch leichte Pro-Tan-Streifen am Start. Ja. Kopf hoch. Ja, genau. Sieht ganz krass aus, sieht ganz, ganz auch krass aus. Sehr gute Waden auch. Von der Seite. Ja, er hat so die ähnlichen Waden wie ich ungefähr. Genau. Wie mich auch. Jetzt noch. Trizeps. Ja, Trizeps sind schon richtig, richtig die krassen Streifen schon drin.
Komm mal her und schau mal den Trizeps. Ja, Mann, richtig krass, richtig krass. Also Marc, lass uns von hinten sehen, Mann. Seitlichen Bauchmuskeln, alles richtig am Start, Mann. Abs. Also für 71 so ein riesen Trizeps. Das ist 17, ha? 17 und wiegt 70 Kilo. Dafür der Arm ist schon. Das ist gut warm, ja? Okay, schauen wir nochmal von hinten, genau. Latissimus. Das war doch ein Bizeps. Ja. Ja, Mann. Sehr schön. Schulter schön gestreift. Sehr schön hier. Okay. Alles richtig gut rein, auf Kamera kommt sehr gut rüber. Bam, schön. Die Kamera kommt extrem gut rüber, ja. Und jetzt bam, aufmachen, schön. Ja, ja Mann. Ja, ja. Ist gut. Sehr, 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 sehr gut. Bauchbeine. Auch noch die Bauchbeinepose. Wie tief die Bauch sind. Bauch ist sehr gut, ja. Aha. Bam. Bam, ja. Bam, das ist das richtige Wort. So seid ihr am Start, Leute. Jetzt, genau, so musst du halt machen. Morgen und in nächster Zeit werden wir ihn noch einfangen für ein paar Interviews. Das heißt, schreibt eure Fragen hier drunter, Leute. Und die ganzen Steroid-Kommentare, die kann man sich jetzt wirklich bitte sparen. Die haben wir jetzt schon so oft gesehen die letzten Tage. Das heißt, lasst es alles raus. Ja. Ich habe noch was zu sagen. Ich denke, die Leute wissen jetzt mittlerweile im 2015, was alles möglich ist, natural. Also ich denke, diese Comments, die kommen auch gar nicht mehr. Die Leute wissen langsam, was möglich ist. Ja, ja. Mann. Das ist auch der Genetikpool, der mittlerweile viel fortgeschritten ist. Und man weiß viel mehr als vor 40 Jahren. Ja. Es gibt viel mehr Leute, die den Sport auch betreiben. Und deshalb finde ich auch dieses Argument, dass vor 30 oder 40 Jahren noch nicht jeder so ausgesehen hat, finde ich hinfällig. Es gibt natürlich ganz klare Beispiele, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber wer nicht glaubt, dass jetzt zum Beispiel ich oder irgendwie Patrick, dass das nicht natural möglich ist, das ist eigentlich schon fast traurig eigentlich. Ja, Mann. Also Marc, viel Erfolg morgen. Morgen wird es noch ein paar Interviews geben. Hast du Instagram, YouTube, Facebook? Hau die Sachen noch raus, komm. Seit vorgestern habe ich wieder Instagram und zwar Marc_Zaffino, Zaffino mit Doppel-F geschrieben. Ja, Mann. Zaffino mit Doppel-F. Schauen und in Facebook kommt jetzt auch eine neue Seite. Ich werde ihn dann sowieso die nächsten paar Tage mal raushauen, verlinken. Bleibt dran. Ciao.